Ja, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Part zu Pokémon Kristall Edition. In der letzten Folge haben wir nun den Weg zur Olviana City geschafft und natürlich den Duellturm besucht. Und in dieser Folge geht es jetzt dann direkt zum Leuchtturm, das jetzt schon hinter uns ist, hinter der Tür. Und ja, bevor wir dann losgehen, ich habe jetzt extra länger trainiert, also über den Abend lang trainiert. Mein ganzes Team, und ihr seht schon selbst, es ist schon jetzt über, alle sind schon jetzt in höheren Leveln. Hier ist Togepi war Level 5. Da haben wir jetzt noch Fireboy mit Level 5. Level 35, hat aber eine neue Attacke erlernt, und zwar Flammenrad statt Glut. Dann haben wir noch Luca, das jetzt zu Nocturne weiterentwickelt hat. Und zwar hat es jetzt Bodycheck erlernt. Und da haben wir jetzt Plenty, der jetzt zu Ultrigaria weiterentwickelt hat. Hat natürlich die Attacke Säure erlernt. Und da haben wir noch Togepi, der noch nicht weiterhin entwickelt hat. Hat aber dennoch nichts erlernt. Da haben wir noch Wuchtass, der jetzt zu Quapuzzi weiterentwickelt hat. Und hat natürlich die Attacke Body Slam erlernt. Und dann haben wir noch Woody, der ist auf Level 33 und da lernte die Attacke Steinhagel. Nun, das war's auch schon jetzt, aber wir gehen jetzt mal direkt Richtung Leuchtturm von der Olviana City, auch bekannt als der Glitzerleuchtturm. Nun, gehen wir mal rein, denn hier gibt's noch einige Trainerkämpfe und wir müssen jetzt bis nach oben hoch durchkämpfen. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Olviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Und das sind jetzt die weiteren Trainer hier. Natürlich, diese Matrosen werden natürlich gegen uns kämpfen. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Deshalb habe ich jetzt einmal dafür trainiert, nicht dass wir dann echt nicht so viel Epic Fails haben. Also gehen wir dann gleich los. Hier ist dann der erste Trainer. Dies ist kein Ort für Spülchen. Das ist natürlich der Gentleman. Gentleman Hubert. Der hat natürlich einen Fukano, so wie es aussieht. Na, ein Noctu. Ich habe gedacht, Fukano hat er gehabt in Gold und Silber. Gut, dass wir jetzt sehr viel trainiert haben, dass ich jetzt sehr viel trainiert habe mit meinem Team, also da haben wir jetzt dann eher weniger nachgehenden Gedanken. So, Noctu brennt. So, der brennt jetzt nochmal richtig. Jetzt wird es ein gegrilltes, verkugeltes Noctu geben. Obwohl ich nichts gegen Noctu habe, wäre aber geil, wenn ich ein Shiny Noctu hätte, wie Ash es hatte. Ash hat natürlich in Pokémon Anime ein Shiny Noctu gefangen, ihr wisst schon selbst, zurück in der Johto Arc. Für die Leute, die noch nicht den Pokémon Anime geguckt haben, zurück im Jahr 2000. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Naja. Mal sehen, wie stark du jetzt bist, Quapsel. Ich habe gedacht, die waren auf Level 20 oder 25, aber dass sie jetzt auf Level 18 sind, habe ich nicht damit gerechnet. Ich glaube, ich habe ein bisschen mit dem Trainieren etwas übertrieben. Aber besser man trainiert mehr als weniger. So, Flancy, dein Auftritt. Man kann ja nie wissen, wie stark die jetzt dann werden, also wenn wir dann zur Anemonia City gehen, da wird es dann etwas schwieriger. So, Quapuzzi, du wirst es jetzt für mich erledigen. Ich meine, Plenty. Aber ich habe gedacht, jetzt habe ich meinen Quapuzzi eingesetzt, obwohl es Plenty ist. Jetzt bin ich auch schon jetzt total verschlafen heute. So, warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du vergehst. Ey, komm. Ich bin jetzt gerade gekommen, um das Ampharos, das kranke Pokémon zu gucken, was hier im Leuchtturm ist.
So, Flammenrad. Fireboy, du grillst jetzt das Taubsi für mich. Taubsi. Ist er nur ein Taub... Ich glaube, die Vogelfänger sind reinste Taubsi-Fanatiker irgendwie. Ja, weil es natürlich Flug-Pokémon nur fangt und... Da haben wir einen größeren Vorteil. Ah, dass die Level 15 sind, das habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, die waren Level 20 oder Level... 25? 20, 25? Aber Level 15 bis 19? Ah, ich glaube, das hängt davon ab, je vom Stockwerk zu Stockwerk, wie höher geht, desto stärker werden die auch. So denke ich einmal zumindest. Ich weiß nicht, wie das so abläuft, aber das ist mir schon ein bisschen ungewöhnlich, dass die jetzt mit niedrigen Level jetzt gerade anfangen. Level 19 und zwischen Level 15 bis 19. Klingt ein bisschen zu einfach. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit meiner ganzen Trainingssituation über die Nacht. Naja, Taubsi, komm schon. Flammenrad, komm. So, Vogelfänger Eugen ist jetzt nun besiegt. Gut. Meine Nase, Leute, was ist mit mir heute los? Immer redet meine Nase. Ganzen Tag hat nur meine Nase geronnen gestern und jetzt geht es schon wieder los. Das wird immer nur, wenn ich Allergie habe. Ich bin manchmal sehr oft allergisch an Haushaltsstaub und sowas und so ein Zeugs. Das nervt mich total. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Nun gut, dann lass uns jetzt mal kämpfen, Gentleman Felix. Der hat einen Vulcano gehabt. Ich habe gedacht, der andere hat einen Vulcano gehabt, der im ersten Stock. Aber Fehlanzeige. Meine Nase, Leute. Moment. Boah, ich glaube, ich muss jetzt wirklich ein Taschentuch dann bald nehmen nach diesem Part. Meine Nase rinnt schon fast wie ein Pferd. Ey, verdammte Scheiße, ey, Junge. So, Sternschauer und los geht's. Ich fluche jetzt etwas zu viel in zum Let's Play, ich weiß, aber... Es nervt total, wenn die Nase rinnt. Rinnt euch manchmal die Nase, wenn ihr allergisch seid? Ja, ich glaube schon. Na gut. Hier haben wir auch wahrscheinlich ein paar Trainer oder etwa nicht. Ja, tatsächlich. Jasmin muss Krankversorger um das Pokémon hier sein. Man sieht sie nicht momentan nicht einmal lächeln. Scheint wohl sicherlich das Pokémon, das natürlich den Leuchtturm beleuchtet. Extremst krank ist. Und da müssen wir erst helfen wahrscheinlich. Und ich glaube, da müssen wir dann damit nachher dann zur Anemonia City gehen. So, da werden wir jetzt noch ein bisschen speeden. Und der hat nur Krabi in seinen Kopf, nur der Kerl. Ich habe im Moment auch nichts zu lachen. So, dann lass uns jetzt schnell hier hochgehen. Hier gibt es noch ein paar Trainer. Besser, man kämpft jetzt alle Trainer durch. Das ist ja logisch, das zählt ja natürlich zu meinen 100% LP. Aber die wilden, also den Pokédex zu vervollständigen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, da
jetzt einige Pokémon nicht verfügbar sind und man kann ja nicht die Starter-Pokémon von Kanto als auch von Johto jetzt wiederholen. Außer man muss einen Cheat einsetzen, um alle drei Starter-Pokémon zu haben. Ihr wisst schon selbst, ich nehme natürlich meinen Emulator auf, am Visual Boy Advance. Und nicht auf dem Game Boy Color, weil in Game Boy Color gibt es keine Capture Cards. Außer, dass man natürlich auf den Gamecube dann zockt. Am Gamecube kann man natürlich auch zocken, die alten Spiele. Wie Pokémon Rot, Blau, Gelb, Gold, Silber und Kristall auch noch auf dem Gamecube. Aber wenn man nur den Game Boy Player hat. Es ist wie eine Art Game Boy Color Game oder nur ein Game Boy Emulator für die Heimkonsole. Hatte ich auch schon mal gehabt. Außerdem habe ich noch einige Gamecube-Spiele noch gehabt, aber ich glaube, die habe ich jetzt schon seit Jahren versteigern lassen für Geld, ihr wisst schon selbst. Die Spiele waren natürlich ein bisschen ein paar Euros wert, aber nicht zu viel. Und Fireboy entwickelt sich jetzt zu Tornupto. Die Weiterentwicklung von Iglavar. Und ich finde, das ist einer der besten Feuer-Pokémon, die ich immer hatte. Ein Fireboy wurde zu Tornupto. Ja, jetzt sind wir etwas extra stärker geworden. Hier haben wir noch ein paar Trainer wahrscheinlich noch, oder? Nope, das waren jetzt wahrscheinlich schon fast alle. Hier ist noch ein Sonderbonbon. Jetzt gehen wir mal zurück. Gott sei Dank gibt es keine wilden Pokémon hier in diesem Turm, das wäre dann ziemlich nervig. Und hier ist noch ein weiterer Trainer. Jasmin ist die Arena-Leiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Aber ich stehe dir jetzt in dem Weg. Obwohl ich Jasmin, die Arenaleiterin, mehr mag. Die ist auch eine meiner Lieblings-Arenaleitern in der Generation. Obwohl sie Stahl-Pokémon mag. Ich mag auch gerne Stahl-Pokémon, aber sie ist mit meinem Fireboy hundertprozentig im Nachteil. Sie wird natürlich die sechste Arenaleiterin sein in der Johto-Region. Also, wir müssen dann nach Anemonia City gehen. Das wird es dann im nächsten Part sein. Und da werden wir dann den fünften Orden holen. Und dann kämpfen wir dann wieder gegen Jasmin. Das erste Mal dann. Als sechste Arenaleiterin. Matrosen sind nett und stark. Wie alt bist du? Wer bist du? Ich bin auch stark. Ey yo, ich habe ja natürlich die Kanto-Region, die Höhenregion und jetzt werde ich die Johto-Liga auch noch besiegen. In nächster Zukunft. So, Sternschauer. So, Sternschauer nochmal und Kapuzis Geschichte. Du bist auch nett und stark. Und wir bekommen jetzt Ether hier, neben den Matrosen. Und jetzt nach oben. Noch ein Stockwerk nach oben und da haben wir noch einen Matrosen hier. Den will ich jetzt nicht verfehlen. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Die ist da oben im ganzen Stockwerk. Das ist ja offensichtlich. So, Quapuzzi. Plenzi, komm. Warte doch mal ein bisschen speeden jetzt mal in Ruhe. Ich möchte es nicht in die Länge ziehen, diesen Let's Play.
glaube, es wird schon jetzt so zwischen 15 bis 16 Minuten lang sein, jeder Part. Denn heute gibt es noch Banjo-Kazooie am Abend. Also ich hoffe, ihr seid dann noch dabei. Am Montag. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet. Aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, es... Dass es eine gut sortierte Apotheke in Anemonia City gibt. Aber dafür musst du über das Meer. Ich kann Amphin nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen. Bitte. Ja, da haben wir jetzt nur einen Auftrag. Und zwar, indem wir dann uns auf den Weg machen nach Anemonia City. Denn hier müssen wir jetzt nun das Ampharos, was natürlich beziehungsweise Amphi bedeutet im Spitznamen, helfen müssen. Und zwar, indem wir die geheime Medizin in Anemonia City besorgen müssen. Also bevor wir, wenn wir dann jetzt... Ihr fragt euch sicherlich jetzt, warum bist du nicht nach Anemonia City früher gegangen? Nun, die Sache ist die, man muss als erstes den Leuchtturm bezwingen können, alle Trainer besiegen können, dann nach Anemonia City und den Arenaleiter besiegen und dann die geheime Trank dann besorgen für das Ampharos. Und dann so bekommen wir den 6. Orden. So war das natürlich in der Regel. Letztes Mal hatte ich den kleinsten Fehler gemacht. Ich dachte, okay, wo ist denn jetzt eigentlich diese Apotheke? Die hat aber nie gekennzeichnet. Das war ein paar Gold und Silber, silberne Edition. Bei Kristall wurde es natürlich im südlichen Teil von Anemonia City wurde schon gekennzeichnet, ein Schild, dass dort die Apotheke von Anemonia City drauf ist. Ich weiß nicht, wieso es nur in Gold und Silber und Kristall es nicht gezeigt hatte. Naja. Damit haben wir jetzt den Leuchtturm jetzt nun beendet und im nächsten Part geht es dann direkt Richtung Anemonia City. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Part. Falls es euch gefallen hat, einen Daumen hoch würde mich sehr, sehr freuen und hinterlässt mir ein Abo, damit ihr ein bisschen Support zeigen könnt oder eher meine Let's Plays auch Interesse geweckt habt. Also bis zum nächsten Mal, haut rein, habt noch einen schönen Tag noch. Euer Red Pokétendo. Ciao!